Das Seitschwert, oftmals auch gleichgesetzt mit dem Reitschwert, ist ein aus Italien stammendes, schlankes, einhändiges Schwert, das eine Zwischenform in der Entwicklung vom mittelalterlichen Schwert hin zum stichoptimierten Rapier bildet. Im militärischen Gebrauch hielt sich das durch seine Hiebfähigkeit nützlichere Seitschwert lange parallel neben dem Rapier, das primär eine Zivilwaffe darstellte. Das Seitschwert zeichnet sich durch eine vergleichsweise schlanke Klinge und ein im Vergleich zum mittelalterlichen Schwert komplexeres Parier aus. Normalerweise finden sich hier neben der obligatorischen Kreuzstange verschiedene Kombinationen von Zusatzelementen wie Fingerringen, Parierringen, Klingenbügeln und Faustbügeln. Im Vergleich zu den späteren Rapieren sind die Gefäße aber noch deutlich weniger vollständig. Auch die Klinge ist noch nicht so lang, schmal und stichoptimiert wie beim Rapier. Eine Seitschwertklinge ist scharf geschliffen und noch gut für den Hieb geeignet. Beiwaffen sind die auch vom Rapierfechten bekannte Accessoires. So wurde vor allem der Parierdolch, aber auch Buckler, Tage, Rotilla und Mantel eingesetzt. Äußerst selten wurde auch mit zwei Seitschwertern, eines in jeder Hand, gefochten. Prägende Fechtmeister bezüglich des Seitschwertes waren vor allem Achel Marozzo und Antonio Manciolino. Das vom Straßburger Freifechter Joachim Meyer beschriebene Fechtsystem, von ihm selbst als Rapier bezeichnet, kann ebenfalls noch als Seitschwert eingeordnet werden.